Herzlich willkommen heute Abend zum heutigen Live-Webinar. Am Donnerstag, jeden zweiten Donnerstag, gibt es hier ein Live-Webinar von mir. Das Thema erfährst du immer auf der Fanpage oder in meiner Facebook-Gruppe. Ja, und heute geht es um das Thema raus aus der Komfortzone, warum dort erst der Spaß beginnt. Und ja, warum ist das so ein wichtiges Thema? Und warum? Und was hat das überhaupt mit veganer Ernährung zu tun? Ja, weil, ja, und ich hatte gestern ein ganz, ganz tolles Interview mit der lieben Dani im Rahmen des Befreiungskongress, der im August online geht. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und ja, das war sehr, sehr spannend, weil wir haben eben gerade auch darüber gesprochen, was es denn heißt, sich zu befreien von vielleicht ja, Glaubenssätzen, die man hat, von Konventionen, die die Gesellschaft sozusagen vorgibt, von dem, ja, was normal in Anführungszeichen ist. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und ja, was hat das mit vegan zu tun oder veganem Leben zu tun? Bei mir persönlich war es eben so, dass mein erster Befreiungsschlag oder mein erster ja, Weg zu meinen eigenen Werten, zu meinem eigenen Weg tatsächlich über den Körper ging, tatsächlich die Umstellung auf die vegane Ernährung war. Und das ist erstmal außerhalb der eigenen Komfortzone. Warum? Weil es normal in Anführungsstrichen ist, Fleisch zu essen, tierische Produkte zu essen, weil sich anders zu ernähren, ja, einfach was, also gegen den Fluss schwimmen ist, ja, also du machst etwas anders als vorgegeben, als andere es dir sagen, als du es vielleicht von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deiner Familie beigebracht hast. Und ich erzähle dir natürlich auch gleich, warum dort dann der Spaß beginnt. Ja, ist ja klar. Aber erstmal geht es darum, ja, warum ist das überhaupt so eine große Sache? Ja, es sollte es eigentlich nicht sein. Aber tatsächlich in unserer Gesellschaft ist es halt schon sehr Fleisch, 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 tierische Produkte. Und wenn du das weglässt, wenn du was anders machst, wenn du versuchst, dich gesünder zu ernähren, dich besser zu ernähren, dich veganer zu ernähren, dann wirst du erstmal außerhalb deiner Komfortzone sein, weil es ist, du machst was anders als andere Leute, ja. Und du machst erstmal, du wirst vielleicht auch Kritik bekommen erstmal von anderen Leuten. Du wirst vielleicht, wenn deine Eltern sagen, oh mein Gott, was machst du da? Hast du jetzt überhaupt noch was zu essen? Ja, vielleicht sind die auch nur besorgt um dich. Und im nächsten Live in 2 Wochen werden wir genau auf dieses Thema eingehen. Ne? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du, was sind denn so typische Argumente, die kommen? Und wie kannst du auch möglichst gut darauf reagieren. Und ja, ich möchte dir gern einfach heute meine Geschichte auch so ein bisschen erzählen. Und bei mir hat es eben angefangen damit, dass ich ja, den Status quo hinterfragt habe. Ja, also ich habe den Status quo hinterfragt in Bezug auf meine Ernährung. Und zwar bei mir war erstmal die Hauptmotivation damals die ethische Komponente. Ja, also ich war schon lange Vegetarier, ich war schon immer Tierschützer, ich war schon immer Tierliebhaber und ich habe mich dann mehr und mehr mit der Massentierhaltung, mit den ganzen Sachen beschäftigt und eben nicht nur in der Fleischindustrie, sondern eben auch in der Eierindustrie, in der Milchindustrie. Und ja, war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich kann ich das auch nicht mehr unterstützen. Ja, es passt nicht zu meinen Werten. Ja, es passt nicht zu meinen inneren Werten. Und das war eben der Moment, wo ich außerhalb meiner Komfortzone gesprungen bin, wo ich erstmal auch nicht wusste,
Also ich hatte auch viele Glaubenssätze rund um die vegane Ernährung. Kriege ich dann alle Vitamine, kriege ich dann alle Nährstoffe, werde ich dann nicht super dünn? Ja, kriege ich dann noch alle Energie, die ich brauche? Und das waren halt alles so Fragen, die haben mich sehr, sehr beschäftigt oder auch lange davon abgehalten, tatsächlich diesen letzten Schritt zu machen, 100% vegan zu leben. Und was dann aber passiert ist, als ich dann einfach gesprungen bin und es einfach gemacht habe, war, dass plötzlich Sachen passiert sind, die ich mir noch gar nicht vorstellen konnte. Ja, plötzlich, also wie gesagt, meine Hauptmotivation war wirklich aus ethischen Gründen, vegan zu werden. Und plötzlich hatte ich mehr Energie, plötzlich ging es mir besser, plötzlich war ich nicht mehr ständig erkältet, plötzlich hatte ich ein ganz anderes Körpergefühl, eine ganz andere Leichtigkeit in meinem Körper. Und das waren halt so Sachen, wo ich plötzlich gedacht habe, boah, krass, ja, also ich habe das nicht aus dem Grund gemacht, in erster Linie, um gesünder zu sein, sondern aus der ethischen Motivation heraus. Und plötzlich schöner Nebeneffekt, ich bin plötzlich gesünder, ich bin fitter, ich habe mehr Energie. Und das hat bei mir so einen richtigen Mindset-Shift ausgelöst, weil wie krass ist es denn, wenn du was machst, was nicht den Regeln entspricht, was außerhalb deiner Komfortzone ist, was außerhalb dem ist, was die Gesellschaft dir vorgibt, ja, was normal ist. Und plötzlich merkst du, krass, das ist richtig, richtig geil. Warum hat mir das keiner gesagt? Ja, also es war wirklich so eine Erkenntnis von, krass, ich mache hier jetzt was ich nach meinem Inneren ausrichte und nicht nach dem Außen, was im Außen ist. Und plötzlich öffnet sich eine ganz neue Welt. Ja, plötzlich passieren Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, positive Dinge. Und das meine ich damit, dass außerhalb deiner Komfortzone erst der Spaß beginnt. Ja, also da, und deshalb ist es so wichtig, einfach da mal reinzugehen, also oder rauszugehen aus deiner Komfortzone, muss man doch eher sagen. Und zwar in allen Lebensbereichen. Ja, also es geht natürlich, also bei mir war es so, es hat eben mit der Ernährung angefangen. Und dadurch kam dieser Mindset-Shift, krass, ich mache was anders, ich richte mich nach mir selbst aus, nach meinem eigenen inneren Kompass. Und plötzlich passieren tolle Sachen und es fühlt sich genau richtig an für mich. Ja, obwohl es was ist, was außerhalb des Normalen ist. Und das hat dazu geführt bei mir, dass ich mich immer, immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, ja, immer mehr mit Spiritualität beschäftigt habe, auch andere Lebensbereiche hinterfragt habe. Zum Beispiel war ich damals, hatte ich so den ganz klassischen Weg, ja, also du gehst, wie es quasi die Eltern immer gerne haben möchten, du gehst, machst ein gutes Abitur, dann machst du ein Studium, am besten was Handfestes. Also ich habe BWL studiert, ganz handfest und klassisch und hatte dann einen, ja, festangestellten Job als Marketingmanager. War da auch nicht so unglücklich, aber es war doch schon so, puh, das jetzt noch die nächsten 30 Jahre. Ich weiß nicht, ist das schon alles gewesen? Ja, also es ist halt, also das heißt, ich war da so ganz klassisch in einem 9-to-5, in einem Festangestelltenverhältnis, habe halt ja, meinen monatlichen Lohn bekommen, der jetzt okay war, der aber auch nicht, sage ich jetzt mal, großartig hoch war, ja. Und hatte da so ein ganz normales, gemütliches Leben, ja, wollte aber, habe aber schon immer auch irgendwie dieses, ich will reisen, ich wollte gern am Meer wohnen, ich hatte während dem Studium zwei Auslandssemester gemacht, einmal in Lissabon in Portugal und einmal in Italien und das war schon immer so,
ein Traum von mir. Ich möchte gern am Meer wohnen. Ich möchte gern in Südeuropa leben oder im Süden leben. Ich möchte gerne, ja, ich möchte gern noch woanders leben als nur in Deutschland, ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch dadurch ausgelöst, durch die Ernährung und was sich dadurch alles verändert hat bei mir in meinem Leben, angefangen, die anderen Lebensbereiche zu hinterfragen. Das heißt, ich habe dann hinterfragt, okay, ist das wirklich jeder, es ist zwar so vorgegeben, ne? Du machst dein Abitur, dann machst du dein Studium und dann machst du deinen Festangestelltenjob, aber ist es denn das, was ich möchte für mein Leben? Und wir alle haben ja nur ein Leben, ja? Also das heißt, wir müssen ja für uns selber schauen, was fühlt sich für dich richtig an? Und ja, ich bin eben zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so sein muss und habe mich dann selbstständig gemacht, habe die digitalen Nomaden entdeckt, ja, und habe mich da mit dieser Community mehr connected und mich connected mit Leuten, die ganz anders leben, ja, die reisen, die von überall aus arbeiten. Und das war was, was mich sehr fasziniert hat, wo ich gedacht habe, krass, ja, cool, das möchte ich auch. Und so habe ich mich selbstständig gemacht. Und auch da, das war außerhalb meiner Komfortzone, ja, sich selbstständig machen. Ich hatte keine Ahnung, wie Selbstständigkeit funktioniert. Ich wusste nicht, was das bedeutet oder irgendwas. Aber ich habe es halt einfach mal gemacht, ja, und war dann auch viel freiberuflich unterwegs, als Marketingmanager weiterhin. Und was aber dann auch wieder passiert ist, was sehr faszinierend war, ist, dass ich insgesamt weniger gearbeitet habe als Festangestellter und trotzdem mehr verdient habe, ja. Und das war für mich auch noch mal so eine Erkenntnis, so krass. Okay, jetzt bin ich wieder gesprungen, bin wieder außerhalb meiner Komfortzone gegangen. Und was ist passiert? Ich habe ein besseres Ergebnis als vorher bekommen, ne? Ich bin flexibel mit meiner Arbeitszeit. Ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann weniger arbeiten und verdiene trotzdem mehr Geld. Ja, wie cool ist das? Und das waren halt alles so Sachen, wo ich nach und nach rausgefunden habe für mich. Aber ich hätte es nie rausgefunden, wenn ich immer in meiner kleinen Komfortzone geblieben wäre. Ja, und ja. Und natürlich habe ich dann auch meinen Blog gestartet, bin hier unterwegs als vegane Ernährungsberaterin, habe da die Ausbildung gemacht und bin halt da weiter meinen Weg gegangen, ja, zu dem, was möchte ich wirklich tun, wo möchte ich wirklich Menschen bewegen, ja, wo möchte ich wirklich einen Unterschied machen für andere Menschen. Und ich möchte dir heute einfach sagen, wenn du überlegst, einfach mal aus der Komfortzone zu springen, deine Ernährung zu ändern, ja, oder auch was anderes in deinem Leben zu ändern. Aber ich kann dir sagen, unterschätze das nicht, was es ausmacht, wenn du deine Ernährung änderst. Ja, also du wirst so ein Shift haben um 180 Grad von deiner Energie, von deiner Gesundheit her. Und ja, es fühlt sich einfach gut an, das zu tun, was dir entspricht, ja, und wenn du ein Mensch bist, der sagst, okay, ich mag diese Massentierhaltung nicht unterstützen, ich stehe für Umweltschutz ein, ja, möchte gesünder, fitter sein, ja, dann probier, also dann am besten, was ich immer sage, mach einfach mal ein Commitment und du kannst jetzt und hier und heute, jetzt sofort, ein Commitment machen, eine Entscheidung treffen. Ich probiere es einfach mal für 30 Tage aus. Ja. Und das ist eigentlich so der beste Weg, um aus deiner Komfortzone zu springen. Also für mich war das immer der beste Weg. Einfach zu sagen, okay, ich muss es ja nicht für immer machen. Ich kann auch jederzeit wieder zurück. Aber ich committe mich jetzt, hier und jetzt, dass ich es einfach mal für 30 Tage durchziehe. Ja, ich mache es einfach mal für 30 Tage konsequent. Und schaue, was passiert, ja. Und versuche mein Bestes zu geben, versuche so gut wie möglich zu machen. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, okay, jetzt ist halt noch ein Stück Käse im Kühlschrank oder ich bin eingeladen worden, dann egal,
einfach weitermachen, ja, also nicht dich selbst sauer auf dich selbst sein sozusagen, sondern einfach weitermachen. Und ja, das ist einfach der, finde ich, der einfachste Weg, um was Neues auszuprobieren in deinem Leben, um außerhalb der Komfortzone rauszugehen und dort auch den Spaß beginnen zu lassen, ja. Und der einfachste Weg ist einfach nur, zack, so schnell kannst du eine Entscheidung treffen. Ich mache das jetzt. Und ich mache es jetzt für 30 Tage. Ich mache es nicht für immer. Ich mache es nicht, also ich muss es nicht für immer machen. Ich kann es für immer machen. Aber jetzt mache ich es erstmal nur für 30 Tage. Und das ist einfach so ein Commitment, das du treffen kannst für dich selber. Ja, um etwas in deinem Leben zu verändern. Also wenn du sagst, hey, ich bin im Moment nicht glücklich mit meinem Leben, ich habe da eine Baustelle oder da eine Baustelle, ich bin so, wie es ist, nicht zufrieden oder es ist alles nicht rund, ja, oder ich habe zwar hier einen Bereich, da bin ich ganz zufrieden, aber mit meinem Job passt es nicht. Mach das einfach mal, ja. Und wenn du zum Beispiel sagst, ja, du bist in deinem Job unzufrieden, aber alles andere passt, dann überleg doch einfach mal, dann committe dich mal 30 Tage wirklich zu brainstormen. Ja, was könnte ich denn sonst noch machen? Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Ja, und es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ja, also du kannst auch dir nebenbei was aufbauen. Du kannst zum Beispiel mit Ringana, den wunderschönen Ringana-Produkten, dir eine Selbstständigkeit nebenbei aufbauen. Du kannst in Aktien investieren und dich damit mehr beschäftigen. Ja, also wie kann ich mein Geld investieren, sodass es selber wächst und mich und sich vermehrt. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst freiberuflich noch einen Nebenjob aufnehmen und sagen, okay, ich mache das erstmal nebenbei, neben meinem festangestellten Job. Und dann gehe ich Schritt für Schritt weiter. Und wenn es dann soweit ist, dass ich davon leben kann, dann gehe ich da raus, ja. Oder du sagst, okay, vielleicht nehme ich einfach mal ein halbes Jahr frei, ja, und mache ein Sabbatical und gehe reisen. Ja, jetzt mit dem Covid ist vielleicht gerade ein bisschen schwierig, aber wenn es wieder vorbei ist, ja, wenn du sagst, okay, irgendwie bin ich gerade so stuck, ja, und ich weiß auch gar nicht, wo ich hin will, dann ist es auch nicht schlimm. Dann mach vielleicht mal. Committe dich 30 Tage mal eine Auszeit zu machen und wohin zu gehen, woanders hinzugehen. Geh ins Kloster oder mach einen Meditationskurs, mach irgendwas, ja, um einfach mal irgendwas, was außerhalb deiner Komfortzone ist, wo du wirklich sagst, okay, das ist was, da habe ich voll Bock, das zu machen, das wollte ich immer schon machen, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ja, und du wirst sehen, dass wenn du das machst, dass dann einfach magische Dinge in deinem Leben passieren. Und ja, bei mir, wie gesagt, hat das alles angefangen mit meiner Ernährungsumstellung. Und das ist einfach was, was für mich rückblickend immer noch so faszinierend ist, dass es, dass ich, als ich noch in meiner Komfortzone war, ja, so eine Angst hatte oder so Glaubenssätze auch hatte und gedacht habe, oh Gott, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann kriege ich so viel Kritik, dann denken alle, ich bin der nervige Veganer, dann kriege ich vielleicht nicht meine Nährstoffe, kriege ich nicht meine Vitamine, geht es mir dann gut, kriege ich genug Protein, was auch immer, ja, also all diese Fragen. Und ja, es war halt einfach überhaupt nicht so, also es war das komplette Gegenteil. Und es hat sich eine ganz neue Welt eröffnet. Ich habe ganz neue Lebensmittel kennengelernt. Meine Energie ist hochgegangen anstatt runter. Ja, ich bin nicht mehr erkältet gewesen plötzlich. Und das sind halt alles so Sachen, die wären nicht passiert, wenn ich nicht einfach gesagt hätte, okay, ich probiere es jetzt halt einfach mal aus. Ja, weil wie kannst du wissen, was auf der anderen Seite deiner Komfortzone ist, wenn du da nie hingehst, ja. Sprich, du kannst eben, wenn du es nicht einfach mal erfährst und einfach mal machst,
dann wirst du es nie wissen, wie es ist, ja. Und oft sind wir so in unseren Ängsten oder Glaubenssätze gefangen, dass wir das und das nicht machen dürfen, aus welchen Gründen auch immer, ja. Aber mach's trotzdem, ja, mach's trotzdem. Und wenn du sagst, okay, ich kann es nicht dauerhaft machen, dann mach's einfach mal, wie gesagt, mach's einfach mal für 30 Tage oder mach einfach mal eine Auszeit oder mach einen Trip irgendwo hin, wo du sagst, okay, das ist was, was ich schon lange machen wollte. Und du wirst sehen, dass in 99% der Fällen deine ganzen Ängste, die du vorher hattest, unbegründet sind. Ja, und das ist ja auch das Krasse dran, dass wir oft Dinge nicht machen, weil wir so Ängste haben vor dem, was passieren könnte. Aber in Wirklichkeit, wenn wir es dann machen, passiert gar nichts, ja? Oder es passiert nicht so schlimm oder es passiert zwar, aber es interessiert dich eigentlich gar nicht, ja? Also zum Beispiel bei mir, ich hatte echt eine Angst vor diesem, ja, dass ich dann Kritik bekomme, ja, und dass Leute das blöd finden, dass ich vegan lebe und dass man mit mir dann nicht mehr essen gehen kann oder für mich extra kochen muss oder sonst irgendwas, ja. Und ja, das ist auch passiert, ja. Also es gab Menschen, die da kritisch waren. Aber im Endeffekt war es völlig unbegründet, da so eine Angst davor zu haben, weil als ich dann wirklich mit mir selbst im Einen war, ja, also dass ich quasi mich an mir selber ausgerichtet habe, hat mich das gar nicht mehr interessiert, was andere Leute gedacht haben. Ja, also das war dann okay, die können zwar kritisch sein, aber ich nehme es wahr, ja, ich nehme es auch an, ich bin auch freundlich, reagiere freundlich drauf, aber es tangiert mich nicht, ja, weil ich ja weiß, dass das jetzt für mich richtig ist, dass das jetzt für mich die richtige Entscheidung ist, ja. Genauso mit der Selbstständigkeit, ja, auch da, natürlich kam da von anderen Seiten kritische Stimmen, ja, wie machst du das dann mit der Rente und wie machst du das und wie machst du das und oh, hast du keine Angst, jetzt nicht mehr festangestellt und sicher zu sein, sozusagen, ja? Also natürlich kamen auch viele, viele, ja, Glaubenssätze von anderen Leuten auf mich zu. Aber im Endeffekt, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt halt das, was für mich richtig ist und ich bin damit glücklich, ich bin damit zufrieden, ich gehe meinen eigenen Weg, dann, ja, ist das halt das, was die anderen denken, und dann ist das halt, was ich denke. Und dann hat mich das gar nicht mehr beschäftigt oder interessiert oder verletzt oder irgendwas, ja. Aber bevor ich gesprungen bin, hatte ich davor eine unglaubliche Angst. Und das ist auch, ja, so faszinierend oft, dass wir uns von Ängsten abhalten lassen, die sich, wenn wir es dann machen, gar nicht mehr relevant sind, ja. Und ja, deshalb. Ja, möchte ich dich heute einfach mal motivieren, einfach mal 30 Tage lang vegan gesünder zu leben, einfach mal 30 Tage es durchzuziehen. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, du kannst jetzt sagen, hey, jetzt lege ich los. Warum auch nicht? Ja, also was hält dich denn davon noch ab? Ja, also es gibt ja nichts, was dich davon abhält, außer du selber. Und ich springe jetzt einfach mal. Oder ich mache etwas anderes, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, du wirst sehen, wie toll, was alles passieren kann. Ja, was alles Tolles passieren kann und wie sich daneben auch positiv verändern kann dadurch. Ja, das ist mein Beitrag für heute Abend. Das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn du Fragen zur veganen Ernährung hast, es gibt den Meal Planner Guide, den kannst du dir jetzt auch als gedruckte Variante vorbestellen im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du die Crowdfunding-Kampagne unterstützt. Wir haben eine wunderbare Vision von diesem
Buch, dass es wirklich so ein Standard-Basiswerk wird, wo du alle Fragen beantwortet kriegst, rund um die vegane Ernährung, natürlich auch mit tollen Rezepten. Hol dir das Buch, du kannst es dir jetzt schon bestellen im Vorverkauf. Und den Link findest du auf Facebook, auf Instagram. Ich habe den schon mehrmals geteilt überall. Also genau, die Kampagne findet auf Startnext an. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um den restlichen Betrag einzusammeln, um da ja, unser Ziel zu erreichen und das Projekt wahr werden zu lassen. Und ich freue mich unglaublich über deine Unterstützung. Hol dir das E-Book, hol dir das gedruckte Buch, hol dir noch ein Coaching auch gerne dazu, wenn du sagst, hey, ja, ich möchte das jetzt machen und ich möchte aber das nicht alleine machen. Ja, dann hol dir ein Coaching. Wir können zusammen ein Coaching machen, du und ich, individuell, 1:1. Es gibt auch das Paket mit 3 Coachings dazu. Also auch das kannst du dir holen. Und dann machen wir das zusammen. Ich nehme dich an die Hand und wir gehen alles durch, was dich beschäftigt. Und wir gehen auch nicht nur eben die praktischen Sachen durch, ne? Also ja, natürlich, welche Nährstoffe brauchst du und so weiter, ist alles wichtig. Aber viel wichtiger ist dein Mindset. Ja, viel wichtiger ist, dass du dich nicht von deinen Ängsten und von deiner Komfortzone kontrollieren lässt und dann dich nicht traust auszubrechen. Also das ist mir das Allerwichtigste, dass sich da wirklich was positiv in deinem Mindset auch shiftet, dass du dich traust, die Dinge zu leben, die dich wirklich glücklich machen, die dich wirklich beschäftigen, wo du wirklich sagst, ja, das will ich tun, das ist meins. Und ja, ich freue mich unglaublich, wenn du unsere Kampagne unterstützt. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.